Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir die Mantas besiegt und haben diese mysteriöse Truhe bekommen. Was da drin ist, zeige ich euch jetzt. Ich denke mal, das ist wieder das Hauptitem in diesem Dungeon und es ist der Boomerang. Yeah! Der Boomerang ist ziemlich geil, Leute. Ja, drücke C, um deinen Gegner zu treffen. Ich weiß, wie der Boomerang funktioniert. Ich habe das Spiel, um ehrlich zu sein, nur einmal durchgespielt. Ja, unglaublich. Ich habe es nur einmal durchgespielt. Aber bei mir ist The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bei mir ist es einfach wie in einem Bilderbuch. Ich weiß alles. Ich kenne alles auswendig. Ich weiß, wie das und das funktioniert. Und ich weiß, was man alles machen muss. Es ist bei mir wie in einem offenen Bilderbuch. Bei mir ist es genau. Bei mir ist auch Wind Waker wie ein gelesenes Buch, weil ich da auch alles weiß, wie man das und das macht, wie geht das und dies und dies und das und das und das und das und das und das und so weiter und so fort. Da weiß ich halt auch schon alles. Und deshalb ist es kein großes Ding. Jo, und das hier ist Anegrad. Mega toll. Oh, ein kleiner Schleimer. Schleimer. Gucci. Na, was ist los mit dir? Na komm, was ist los mit dir? Hosen voll? Yeah, und down! Und wir bekommen wieder eine Kiste. Ein weiteres Einzel wird da wahrscheinlich nicht drin sein. Wahrscheinlich Karte, Kompass oder irgendein anderer Schmarrn. Ist euch mal aufgefallen, dass in den Dungeons, die man als junger Link absolvieren muss, kein Meisterschlüssel vorhanden ist? Das finde ich so geil. Hier muss man keinen einzigen Masterschlüssel aufsammeln. Das finde ich so cool. Was das Spiel noch so ein bisschen verkürzt, was ich ziemlich geil finde. Wie unaufmerksam von dir. Warum lässt du mich sitzen? Wenn du ein Mann sein willst, dann verhalte dich auch so. Ich bin in einem Fisch. Trage eine freche kleine Göre mit mir rum. Hab eine Fee, die mich vollsülzt und hab Backen wie ein Biber. Und da sagst du mir, ich soll mich wie ein Mann verhalten. Wo ist da bitte die Männlichkeit? Oh nein, Zeit, oh Zeit, oh Zeit, oh Zeit. Nein, 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 ganz, ganz, ganz. Ja, man, so geht's auch. Oh fuck you, ganz ehrlich. Geht down alle miteinander. Ehrlich, alle. Down du gehen sollen. Boah, nicht mehr so viel Zeit, ey. Ja, komm schon. Das schaffe ich auch noch, das schaffe ich noch. Wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich echt gay. Und zack. Yeah, we did it. Boah, hätte ich das jetzt nicht geschafft. Ey, ohne Scheiß, dann wäre ich echt gay. Alright, dann war es das eigentlich schon. Da ist, denke ich mal, wieder der Kompass drin. Was kann da schon anderes drin sein? Karte, Boomerang, Kompass. Klar, oder? Kann ich's oder kann ich's? Ich weiß halt, was los ist. Aber das ist auch irgendwie vorhersehbar. Weil das jetzt nicht wirklich so ein schweres Rätsel war, also das hätte jetzt echt jeder schaffen können. Jeder hätte gesagt, okay, da ist jetzt das und das drin, weil das einfach so und so klar ist. Okay, einen Gegner müssten wir noch besiegen. Jo, das müsste... Oh, wir sind zurückgegangen. Das sollte nicht passieren. Geradeaus, aber warum können wir nicht geradeaus? Wo liegt das Problem? Ach ja, jetzt können wir hier durch. Der blaue Schleim ist hier jetzt auch weg. Yeah, und jetzt müssen wir den besiegen, um den anderen Schleim wegzubekommen. Und dann müssen wir, glaube ich, nochmal so ein Teil besiegen, was den anderen Schleim entfernt. Und dann können wir quasi zu einem Boss. Noch nicht der Endboss, aber etwas ähnliches. Was mache ich denn da für ein Quatsch? Werf den Boomerang. Da. Nicht down. Jetzt aber down, bitte. Yeah, down. Was bekommen wir hier denn noch? Ach ja, nichts. Nur der Schleim ist jetzt weg vor der einen Tür, wo wir gerade waren.
Wenn wir den Schleim weggemacht haben, dann ist der andere Schleim auch weg, den wir bei den Löchern gesehen haben. Und dann gehen wir da durch und dann backe ich mir ein Eis. Nein, dann haben wir das halt durch. Ja, das muss sicher sein. Denke ich. Und, ist es das? Yeah, das ist es. Oh, das sind die dummen Quallen. Oh, verpisst euch. Ah, verpisst euch. Oh, ihr dreckigen Viecher, ey. Oh, habt ihr euch mal im Spiel angesehen? Oh, voll weggehauen, ey. Stirb einfach, ey. Und jetzt bist du dran, ey. Yeah. Jetzt krieg ich es. Na? Sprich dein letztes Gebet, Schleim. Ich mach dich jetzt kalt. Oh, ein Batschu, Bitch, Allah. Oh, ich hab grad echt den Spruch-Fail. Aber egal. Wir haben dieses Drecksvieh down und wir können weiter. Und wir können zum ersten Octorok Little Boss, kann man sagen. Geht weg, geht weg, geht weg. Yeah. Einfach ausgetrickst. Nein. Aber sie sind weg. Nein. Oh, ey, ich hab's mir jetzt echt selber vollgegeben. Wo war der Schleim? Verdammt nochmal! Ich will nicht mit der Prinzessin drauf gehen, also guck ich erstmal, wo der Schleim war. Und we did it! Aber sowas von! Falsches Item. Oha, weil es ist geflogen. Ey, hallo! Zieh doch mal! Geh doch! Hol ihn mir, Boomerang! Thanks! Und den kannst du mir auch gleich holen. Das ist ja gar nicht so gut. Den da bitte. Nein. Danke. Alright, es ist also der ganz rechte. Oder der ganz linke. Ich stehe hier in Bauchsäften. Also für alle Leute, die jetzt irgendwie denken, das ist Wasser. An alle Leute, das ist kein Wasser. Denkt mal nach, wo wir genau sind. Was ist in einem Wal drinne? Zum größten Teils. Ja. Und was ist im Magen zum größten Teils drinne? Bestimmt kein Wasser. Ah, oh, Scheiße. Du Penner, ey. Ja, ich bin unaufmerksam. Ja, hock dich hin. Ja, ich bin scheiße. Ich bin echt unverfroren. Ah, ich bin gleich tot, ey. Du Drecksqualle. Verpiss dich doch einfach mal, ey. Ist das denn so schwer, mich einfach mal in Ruhe zu lassen? Und mich meine Arbeit machen zu lassen? Ich muss diese nervige Zicke mit mir rumtragen, die ganze Zeit sagt, dass ich scheiße bin und mir auch noch die Ohren voll sülzt von ihrem dummen Stein, der hier übrigens ist. Das ist er ja. Danach habe ich gesucht. Wirf mich auf die Waffe ab. Sofort! Okay. Ja, verpiss dich endlich, du Drecksnutte. Entschuldigung, dass ich jetzt sagen muss, aber die geht mir auf den Sack. Boah, von oben ist noch hässlicher. Ja. Können wir jetzt einen Abflug machen? Gott sei Dank. Endlich der Stein von meiner Mama. Ja, deine Mama. Also ich laut Yabu gefiltert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Ja, und warum bist du dann nicht wie der Stein an der Stelle? Ey, das macht gar keinen Sinn. Jetzt aber habe ich ihn wieder und kann heimgehen. Bring mich jetzt schnell heim. Oh, what? Okay. Was ist das denn? Ein Oktopus? Ja, ein Oktopus. Richtig. Verstehst du? Bin behindert. Nein. Wie mache ich das nochmal? Aua, ey! Arschloch. Halt!
Halt, stopp, Security. Voll auf den Arsch, ey. Ah, den tickt es, Mann! Wir müssen warten, bis er sich umdreht. Und dann wieder! Wir haben nicht genug Zeit, um rüber zu rennen. Deshalb müssen wir warten und dann gleich wieder drauf. Wir müssen warten, bis der sich umdreht, weil dann haben wir ihn. Wir müssen ihn umdrehen und dann lähmen, genauso. Ja! Of kind! Ich finde die Sprungattacke einfach effektiver, weil sie zweifachen Schaden ausübt. Okay. Yeah! Down! Perfekt, Leute! Yeah! Die Octopussy ist down! Perfekt. Jetzt fahren wir selber mit dem Fahrstuhl einfach mal schnell nach oben und gucken uns an, was die Prinzessin für Scheiße angestellt hat. Okay, hier, ach ja, stimmt, da ist ja gar nicht mehr da dann. Aber, nee, ich habe ja meine köstliche Lonlon Milk. Also brauche ich dich überhaupt nicht, ja. Bitch. Aber heil mich bitte, bitte. Heil mich doch mal, ja, danke. Echt mal, muss man erst immer laut werden, bevor man einen heilt. Das ist unverschämt sowas, oder? Da denkt man sich, hallo, Gesellschaft, verkorkst mich doch gleich. Okay, jetzt muss ich nochmal diese Drecks-Dungeons hier durchmachen. Die extrem nervig sind. Da kann nochmal so ein episch langer Gang. Ja, ja, das Ding. Lähmt das quasi. Und das da! Aua! Das ist jetzt auch egal. Jetzt! Endlich mal. Und du auf mich abzu. Alter, wie mies! Das ist mies! Nö, nö, tschüss, ich geh nach Hause. Nein. Aber das war jetzt mies. Aua! Mann! Lord Yabu Yabu, was ist mit deinem Körper los? Hast du AIDS oder sowas? Ist das mir normal? Was geht mit deinem Körper ab? Echt mal! Oh! Ja, treff! Ja! Ich hab mir fast was rausgerutscht. Oh, der ist am Arsch. Ach, leck mich doch, ey, ganz ehrlich. Drecksteil. Was sind das? Was sollen das überhaupt darstellen? Ganz ehrlich, Lord Yabu Yabu, was isst du? Du kannst mir doch nicht sagen, dass nur weil du Prinzessin Rute gefressen hast, ich weiß, sie ist hässlich. Obwohl, bei der ihren Anblick kann ich mir solche Magenverstimmungen echt gut vorstellen. Dann fress halt nicht alles. Boah, ey, ganz ehrlich, das ist doch echt ein Mist. Das ist großer Mist. So, und bevor wir zum Endgegner aufbrechen, beende ich hier schon mal den Part. Ich hoffe, dieser Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao, Leute.